Die zweite Runde der Icon Swaps startet ab sofort und hier sind deine Top 5 Picks. Hallo und Servus, willkommen zurück zu TV Marvin, deinem Kanal für FIFA Trading Tipps. Du möchtest mehr Coins machen? Fang jetzt damit an, indem du den Kanal abonnierst, die Benachrichtigung anmachst und keine Tipps mehr verpasst. Und wir starten direkt mit unserem Platz 5. Hier haben wir für 14 Token Sol Campbell. Er ist ein Endgame-Innenverteidiger. Schaut euch diese krassen Werte an, die er einfach hat. 80er Tempo, dann 90er Defensive, 90er Physis. Und als Engländer ist er natürlich mega zu linken. Wenn ihr euch zum Beispiel schon Ferdinand aus den ersten Swap-Deals geholt habt oder aber wenn ihr als Rechtsverteidiger Walker oder Walker in Form habt, Endgame. Sol Campbell fehlt ein bisschen die Agilität und ihr braucht eben diese 14 Token. Deswegen auf Platz 4 Ronald Koeman, der Holländer. 77er Tempo, 87 Defensive und 83er Physis. Aber schaut euch seine Dribbling, seine Schuss und seine Passwerte an. Ihn würde ich mir für 10 Token holen, in einer 5er Abwehrkette starten und dann als ZDM spielen. Die zweite Saison startet ja in 14 Tagen, das heißt, da könnt ihr dann die weiteren Token holen. Und Koeman, super linkbar mit Road to the Final, Euroleague, Denzel, Dumfries. Und Dumfries ist auch mit einem Shadow und Endgame Innenverteidiger, Rechtsverteidiger natürlich. Und das hier ist eine Deadly Combo. Auf Platz 3 für 11 Token Gianluca Zambrotta, der Rechtsaußen, 91er Tempo, 82er Defensive und 84er Physis, ist auch Endgame, wenn ihr den als Rechtsverteidiger holt, ist der da wirklich super, super stark. Würde ihn da auf jeden Fall mit einem Anker spielen als Italiener, gut linkbar zu Insigne oder zum Beispiel zu Politano aus den Zielen, den ihr euch erspielen kann und den ich euch wärmstens ans Herz lege. Zambrotta ist nicht nur schnell, sondern er hat auch 4 Sterne Skills und 5 Sterne Weakfoot, also auch nach vorne mit den Arbeitsraten, hoch nach vorne, mittel nach hinten, kann er richtig Alarm machen. Mein Platz 2, Ronaldinho, die lebende Legende. Hau auf jeden Fall ein Like für das Video raus, wenn du bei dem Gedanken an Ronaldinho auch ein Lächeln im Gesicht kriegst, weil er einfach so ein unnormaler Fußballer war und weil er einfach mega sympathisch ist. Der Brasilianer kostet dich stolze 21 Token. Er hat 5 Sterne Skills, ich meine, für ihn müssten wir 6, 7, 8, 9, 10 Sterne Skills einführen, 5 Sterne Skills und 4 Sterne Weakfoot ist als Brasilianer mega gut zu linken, zum Beispiel zu Neymar. Spiel ihn auf jeden Fall mit einem Hunter, er braucht noch ein bisschen mehr Speed, um hinter die Verteidiger zu kommen und diese zu überlaufen. 21 Token sind sehr viel Arbeit und es gibt dort vorne zum Beispiel Neymar schon Alternativen, die du dir auch günstiger kaufen kannst und dir die Zeit sparst und deswegen mein Platz 1. Alessandro Del Piero, der italienische Mittelstürmer. Er ist ein bisschen schneller, 85er Tempo, hat einen kranken Abschluss und auch mega Dribbling-Werte, 4 Sterne Skills, 5 Sterne Weakfoot und das ist besonders wichtig in FIFA 20, wenn du ihn spielst, brauchst du bis zum Ende dieser Ultimate-Team-Saison eigentlich keinen anderen Stürmer mehr spielen. Für den Italiener empfehle ich dir auf jeden Fall als Chemistry Style den Engine. Schreib mir bitte unbedingt in die Kommentare, welchen Icon Swap Spieler du dir holst und Daumen nach oben, abonnieren, Benachrichtigung anmachen, denn dann gibt es sofort eine Info, wenn morgen das nächste Video hochgeladen wird. Check auch die beiden hier aus und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus, der Marvin. Servus. Ciao, ciao.